Ich drück. Oh, ich habe richtig oft gedrückt. Puh, okay. Ich sag mir gerade so, ich sag hier für immer. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten. Hallo? Hey! Hallo? Hey Leute, hier sind wir auch noch unter, bin ich von der Tour Epic Buddies und es fängt schon mal gut an, ein verspackter Start. Und wir werden heute auch was ganz Spezielles machen, Leute. Wir werden unter die Map gehen, weil ihr wisst ja, das Spiel ist neu draußen. Das heißt, da gibt es noch den einen oder anderen Bug und die werden dann auch so schnell wie möglich hoffentlich gefixt. Ich bleibe hier draußen gleich und zwar, Leute, Benny, du kannst ja schon mal hinlaufen. Wir müssen zu dieser Hütte dort hinten und bei dieser Hütte kann man was Geiles machen. Oh ja. Komm schnell raus, da sind ein paar Gegner bei dir, glaube ich. Ja. Hast du Heal mitgenommen jetzt eigentlich, oder was? Ich habe jetzt ein paar Bandagen mitgenommen. Okay, drop mir die mal. Ich will Bandagen. So. Und zwar, Leute, bei diesem Haus kommt man unter die Map. Ihr denkt euch jetzt, ja, vielleicht ist da ein Lift oder so. Nee. Komm, mach, fang an. Okay. Ich will mir das mal angucken. Guckt euch das jetzt an. Oh, du bist weg. Das ist so easy. Warte mal. Jetzt schau. Ja, warte. Handling blockiert. Ich schaff's jetzt wahrscheinlich nicht. Ich sacke! Was? Leg dich einfach hin! Ich kann mich nicht hinlegen! Was? Ja, ich konnte mich auch nicht hinlegen. Drück einfach, dann geht's. Ich drück? Oh, ich habe richtig oft gedrückt. Puh, okay. Ich sag mir gerade so, ich sacke für immer. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier unten. Und ich weiß nicht, wie viel Wasser hier ist. Aber wir können hier schön rumschwimmen und immer schön in der Zone bleiben und wir gucken uns das mal an, wie lange das geht und was wir hier alles so erkunden können. Weil, Leute, ihr wisst ja, in Black Ops 3, Black Ops 2 und so weiter haben wir das auch relativ gerne gemacht, dass wir uns die Maps mal von außen angeguckt haben oder von unterhalb, was da so ist. Und heute betrachten wir die mal von unten. Und ja, ich muss sagen, sieht eigentlich trotzdem noch schick aus, oder? Ja, und wir können jetzt quasi so unter der Map eine Runde Blackout gewinnen, im Wasser, während dem Schwimmen, ohne Feindkontakt, ohne allem. Ohne Leben zu verlieren, ohne Heilung, nur mit den Fäusten, alles drum und dran. Aber natürlich, Leute, ist ein unfairer Sieg, deswegen müssen wir am Ende gucken, ob wir uns vielleicht nicht selber ertränken, weil wir wissen nicht mal, wir haben das noch nie gemacht, wir machen das gerade zum ersten Mal, wissen nicht mal, wie weit wir schwimmen können, ob wir dann irgendwann sterben, ob die Zone zu schnell ist und so weiter und so fort. Das testen wir gerade einfach aus und natürlich, Leute, wenn die Entwickler drauf stoßen, dann ist es umso besser, dass die das wissen, weil dieser Glitch ist relativ unbekannt und wenn das Leute wirklich ausnutzen, dann ist das scheiße, deswegen hauen wir das Video raus, dann wird das hoffentlich so schnell wie möglich gefixt. Wer Fortnite kennt, da ist das auf jeden Fall so der Fall gewesen, da war ein Bug mal, wo man unter die Map konnte, innerhalb von 24 Stunden gefixt dann, also ja, das ist auf jeden Fall die beste Art und ich würde sagen, was machen wir jetzt? Wir könnten mal ein bisschen abwarten, bis die Zone kleiner wird und dann gucken wir mal. Okay. Und wir schwimmen auf jeden Fall mal in die Mitte der Zone und ja versuchen dahin zu kommen. Okay. Kannst du für die Wins farmen? Scheiße. Glaubst du, sehe ich mal von unten einen Gegner? Ich hätte nämlich eine Waffe. Okay. Ja, das ist ein bisschen unfair. Aber wir könnten nur probieren, ob wir. Nein, flieg auf, ich flieg runter, Jeff! Was? Ich bin tot, ich bin auf der Map oben. Hä, du lebst. Ach, du. Hä? Ich bin genockt überhalb der Map wieder. Ich seh's. Finish mich mal, schieß mich mal durch die Wand durch. Ja, kann ich dich abschießen? Ich glaube, man kann nicht durchschießen. Nein, du kannst nicht durchschießen. Das ist schon mal was Gutes auf jeden Fall. Okay, Leute, da war anscheinend das Ende. Warte, warum bin ich... Ist da wirklich das Ende jetzt gewesen? Ich weiß nicht, oder bist du... Du bist oben geschwommen, oder? Ich bin oben geschwommen, ja. Das finde ich jetzt krass, okay. Vielleicht waren wir zu weit vom Strand entfernt. Das könnte auch sein. Kann man nicht in die Mitte rein, weil das mit dem Fluss und so. Ja, das könnte echt sein. Okay, Leute, ich würde sagen, wir probieren das gleich nochmal. Leute, ihr seht hier, ab hier, wir haben es jetzt getestet, ab hier, diese Linie fliegt man runter. Aber wenn wir hier beim Fluss lang sind, dann seht ihr hier schon, ist das Flusswasser hier und wir können beim Fluss entlang schwimmen, weil die Zone ist wieder nicht zu unserem Gunsten. Aber wir versuchen jetzt da nach vorne zu schwimmen, dort dann unten drunter zu tauchen, zu dieser kleinen Insel Luft zu holen und dann wieder weiter zu tauchen auf die andere Seite, damit wir hier so lang schwimmen können. Mal gucken, ob das Ganze funktioniert. Ist auf jeden Fall kein schlechter Plan. Und ja, jetzt heißt es nur mehr ein bisschen Zonenlack haben. Boah, schräg mir, oder? Pass auf. Rechts, hallo, weil rechts, du bist gleich unter. Okay. Ja. Aber genauso schwimmen wir schon. Ja, er riskiert's.
Ich war schon mitten drin. Ich bin gerade untergegangen, schlägt mich. Das war bei mir auch gerade. Fuck, Alter. Voll mein Herzinfarkt. Jetzt klunk. Leute, Zone ist natürlich nicht zu unserem Gunsten. Wir müssen jetzt hier durchschwimmen. Benni, riskiere. Ich hoffe, es geht. Okay. Ja, es geht. Ich kann nicht wieder tauchen. Oh mein Gott, es geht. Es geht. Du stirbst. Ich werde so sterben. Wie viel Schaden bekomme ich? 25er, glaube ich. Oh Gott, ja. Oh mein Gott. Ich könnte es packen. Ich bin gleich da. Ganz schön. Nein, die ist noch zu flach. Ich sterbe. Nein. Nein. Oh. Du hast dich gerade noch geheilt. Du hast sogar Heal dabei. Ich hab Heal. Ich hab... Oh Gott. Du hast es geschafft. Okay, ich komme auch. Okay, du warst... Nein, ich schwimme. Nein, okay, ich sag dir, wo du auftauchen kannst dann. Okay. Ich mach mir den Anlauf. Okay, du kannst bestimmt bis hier hin. Da kannst du auftauchen, wo ich bin. Wo? Wo ich bin. Schwimm zu mir. Ich schwimme, ich schwimme. Komm schon. Lass mich nicht im Stich spielen. Ich werde richtig abgetrieben. Ich seh's, Mann. Komm zu mir. Ja. Du bist... Heal dich nicht. Es hat mich nicht geheilt. Es bricht mein Heal eigentlich ab. Ich bin tot. Weil es zu lange dauert, ich hatte den Medkit. Das hielt länger wie Bandage. Ja. Ich bin ertrunken, ja moin. Du hast es geschafft. Oh mein Gott. Wie viele Bandages hast du noch? Keine. Schaffst du es hoch? Du schaffst es! Oh, du hast es geschafft. Ja. Nice, Mann, du bist hier drüben. Komm, auf geht's, weiter geht's. 40 HP, MVP. Nicht, schwimm nicht so weit raus, hallo. Hallo, hallo, hallo. Riskier's nicht. Oh. Digga, hör auf zu riskieren. Jetzt bleib erstmal safe. Ich hab nichts mehr. Die Runde kann ich safe nicht gewinnen. Bleib einfach safe, Mann. Aber hör auf, dass du. Ich schwimm nicht, Donny. Du bist so. Oh mein Gott. Du saust. Oh mein Gott. Was ist denn passiert? Hast du wieder auftauchen können? Ja, weil du wieder in die Zone rein bist, wo du Schwimmer kommst. Oh nein. Oh mein Gott. Jetzt schwimm nicht mehr da, Donny, Alter. Leute, oh, da ist es vorbei. Ja, Zone hat uns wieder im Stich gelassen. Jetzt muss aber dann mal Zone mitspielen. Was ist los? Leute, es sieht so aus. Wir sind wirklich kurz davor, die Zone in unserem Gunsten zu haben. Sie muss nur hier rüber. Ihr wisst, der Strich hier, wenn er da drüber ist, dann können wir da nicht weiterschwimmen. Das heißt, bitte auf der linken Seite, komm schon. Bitte lass uns nicht im Stich. Das komm, Ehre. Wie Roulette spielen. Alter, geh doch weg von dem Strich, ey. Was ist los? Okay. Aber ich bin ja noch drinnen, wir können es packen. Ja, wir können es leben noch packen. 4 Gegner, das ist ja krank. Oh Gott, komm schon bitte bei der nächsten Zone ein bisschen mehr Glück auf die linke Seite, bitte. Alter, so was passiert jetzt mit der Zone? Die muss da unten bleiben, ich hab so Angst, da aufschwimmen. Bitte, Zone, lass uns nicht im Stich. Ja, sind ja für uns. Ich versuch's, warte, lass mich vorschwimmen. Ja, aber es ist noch immer knapp. Es ist ein knappes ist so Ding. Knapp, Mann. Perfekt. Leute, die 2 Kills übrigens habe ich nicht unter der Map gemacht. Die habe ich gemacht, wie wir davor reingelaufen sind. Das ist jetzt, glaube ich, schon die 15. Runde, wo wir probieren, dass wir Zonenlag haben. Und jetzt könnte es endlich mal so weit sein. Also, man muss dazu sagen, Leute, dass das jetzt nicht so ein easy Win farmen kann, weil es ist extrem schwer und man braucht so viel Glück, dass die Zone hier am Rand ist. Wo sind eigentlich die anderen? Die befeiten sich gerade. Da sind 2 Leute. Ja, und die anderen im Osten irgendwo. Okay, die müssen noch irgendwo weiter oben sein. Ja. Leute, die letzte Zone startet jetzt gleich. Also, wir glauben es halt, wir sind uns nicht sicher. Ja, das ist die letzte Zone. Okay, schwimm so weit nach vor, wie es geht. Probier's einfach. Ja, hier ist Ende, Achtung. Scheiße, Mann. Ich komm vielleicht noch mal hoch, ich weiß es nicht. Ich bin genau an der Grenze. Holy. Oh Gott, ich bin so weit unten. Scheiße, Mann, ich glaube, wir schaffen es wieder nicht. Komm. Das gibt's nicht. Wir müssen die irgendwie töten vielleicht. Mhm. Das sind halt die letzten beiden. Das sind die letzten beiden. Ich hab nur einen Tomahawk. Endet das mit der Mitte oder random? Irgendwie länger überleben als die. Ja, wie soll ich das schaffen? Ich weiß es nicht. Ich hab ein Trauma-Kit, also vielleicht klappt's. Vielleicht klappt's. Ich schwimme mal zu dir. Wie weit kann man da noch weiter? Versuch mal. Warte, für Millimeter nach Millimeter. Ja, Achtung. Okay, ich bin da. Okay, viel Glück. Du packst das. Ja, könnte sogar bei uns ein bisschen zusammengehen. Ja, das ist bei uns! Obwohl nicht, das ist super perfekt. Nicht komplett. Shit, Mann. Komm, Leute, das ist unsere Chance. Oh mein Gott, komm schon, bitte. Ich glaube, es wird nix. Ich bekomme gleich Zone Damage. Oh Gott, das wird spannend. Ah ja. Na, Zone Damage ist da. Nein, schaffen wir nicht.
Nein, ich glaube, ich habe auch das Stinkit zu spät eingesetzt. Nee, ich habe es nicht zu spät eingesetzt. Komm, du schaffst das. Komm schon, hier. Hilf dich, die sind doch nicht mal in der Zone, das ist RIP. Nein. Ich bin tot, RIP, aber sie haben auf jeden Fall den verdienten Win bekommen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem heutigen Blackout-Video. Wir hoffen, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ein Like da lassen und wir sehen uns wie immer übermorgen beim nächsten Video. Haut rein und ciao.